Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 35, die Partikeln. Partikeln kommen häufig in der gesprochenen Sprache vor. Sie können selbst keine Satzglieder sein, sind unflektierbar und modifizieren eine Aussage. Es gibt verschiedene Arten von Partikeln, welche nach ihren Funktionen untergliedert werden. Gradpartikeln. Diese treffen Aussagen über die Intensität von Eigenschaften. Es gibt Fokuspartikeln, welche einen bestimmten Teil eines Satzes hervorheben. Sie haben eine Einschluss- oder Ausschlussfunktion. Negationspartikeln. Sie negieren einen Satz. Abtönungspartikeln haben keine lexikalische Bedeutung und geben Auskunft über die subjektive Einstellung des Sprechers. Es gibt Gesprächspartikeln, die den Ablauf von Dialogen steuern. Ausdruckspartikeln. Sie kommen syntaktisch isoliert vor und können Emotionen oder Bewertungen ausdrücken. Abschließend gibt es noch die Onomatopoetika. Sie imitieren Geräusche oder Laute und werden häufig in Comics verwendet.